Und dann habe ich innerlich so einen lauten Hilfeschrei losgelassen, dass sie so nicht mehr weiterleben kann, ohne Hoffnung. Und ich habe gewusst, dass einem da ein Mensch nicht helfen kann. Also ein Mensch kann einen durch vieles tragen und trösten, aber wahre Hoffnung kann einem kein Mensch geben, und das habe ich auch gewusst. Ich bin die Manuela, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in Kärnten aufgewachsen, in einem kleinen, entlegenen ländlichen Dorf. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt. Das Thema Glaube, Religion war in meiner Familie kein Thema. Aber ich kann mich erinnern, da war ich 4 Jahre alt. Und da habe ich schon, wenn mich Sorgen bedrückt haben, zu Gott gesprochen und habe ihn um Hilfe gebeten. Keine Ahnung, wo ich das hergehabt habe. Das war einfach ganz natürlich für mich, dass ich halt mit Gott spreche. Dann mit 11 Jahren ist dann ein Ereignis passiert. Das Ereignis, das war so, dass das eigentlich mein Leben dann schon stark verändert hat. Ich war eigentlich ein sehr fröhliches Kind, habe viel Freude gehabt. Und da habe ich auch so richtig das richtig Böse in der Welt kennengelernt. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass es was gibt, wo an die Angst wirklich bis in die Knochen geht. Und ich habe mir damals niemandem was sagen getraut, weil ich gedacht habe, dass er dann sterben muss. Und habe dann angefangen, wirklich gut so wie eine Schauspielerin zu verhalten, weil ich eben nicht wollte, dass das wer erfährt. Und das hat aber so richtig meine Lebensfreude herausgerissen, was damals passiert ist. Und ja, ich bin eine Nacht nicht mehr schlafen können, ich war dann auch total übermüdet. Und nachdem das Ganze mit dem Thema Religion damals zusammengehängt ist, habe ich dann angefangen, Gott aus meinem Leben komplett zu verdrängen, und der hat für mich dann einfach nicht mehr existiert, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch mit meiner kindlichen Psyche, mit meinen Emotionen, das gar nicht irgendwie überstehen können. Es ist dann so weitergegangen, dass ich dann mit 16 von zu Hause ausgezogen bin. Meine Eltern haben mir sehr vertraut, aber ihr Vertrauen habe ich sehr missbraucht, weil ich habe mich dann zu einer sehr, zu einer Jugendlichen entwickelt, die halt gegen alle Gesetze verstoßen wollte, und die wollte halt so richtig ab dem Moment auch das Leben auskosten. Ich wollte keine strengen Regeln mehr in mein Leben haben. Und dann bin ich halt, anstatt dass ich lieber zur Schule gegangen wäre, bin ich dann wirklich jeden Tag fortgegangen in die Disco. Und ich habe auch so gesagt, ich möchte mein Leben voll auskosten. Und natürlich, wenn man halt nur unterwegs ist, dann lernt man auch nicht mehr, auch wenn man nicht mehr zur Schule richtig geht. Und dann kurz vor der Matura hätte ich eigentlich aufhören wollen. Ich habe dann nicht irgendwie so ein Ziel in meinem Leben mehr gehabt. Und das war dann eigentlich Gnade von meinen Lehrern damals und auch von meinen Eltern, dass die mir geholfen haben, dass ich sehr wohl dann maturieren habe können und dass ich den ganzen Lernstoff nachgeholt habe. Da bin ich heute noch zutiefst dankbar. Und ja, nach der Matura ist es dann so weitergegangen, da habe ich dann mit meinen Ausbildungen angefangen. Und da hat dann ganz stark die Leistung in mein Leben Einzug genommen. Ich habe einen sehr starken Leistungsdruck aufgebaut, den habe ich mir selber auferlegt. Das war sogar so weit, dass wenn ich Prüfungen abgelegt habe und wenn ich da nur ein Gut gehabt habe und kein sehr Gut, dann habe ich mir große Vorwürfe gemacht und die haben mir wirklich überhaupt keinen Fehler verzeihen können. Ja, mit so einem Leistungsdruck lebt sich es natürlich nicht gut und nicht leicht. Und es war so, ich habe mich dann auch zu einer sehr kühlen Persönlichkeit entwickelt über die Zeit. Es ist eher so langsam passiert. Aber nachdem ich eine gute Schauspielerin war, haben mir das eigentlich wahrscheinlich kaum Menschen angekonnt. Ich war auch so nach außen hin immer die Starke, also ich wollte immer die Starke vorspielen, und der Schwäche hätte ich mir niemals zugetraut. Von der Persönlichkeit her war ich auch so, dass ich so eine Weltsicht entwickelt habe, wo ich gesagt habe, dass es keine Gesetze gibt, dass es auch keine Regeln geben soll, sondern dass man auch wirklich die Welt voll auskosten muss. Und dass ein Mensch alles tun darf, solange er ein gutes Gewissen dabei hat. Also für mich hat es nicht gezählt, irgendwie so Moral, sondern für mich hat es keine Tabus mehr gegeben. Und das war so, dass ich mir sehr schwer getan habe, also dass ich mich zu Männern habe binden können. Ich habe Partnerschaften, sobald es zu nah geworden ist, da bin ich dann immer gern geflüchtet davor. Es war für mich immer leichtes, dass ich dann wirklich Beziehungen auch schnell beendet habe. Ich habe mich dann angefreundet mit eher Bekanntschaften, die weit weg waren, die mir fremd waren, die auch in der Ferne waren. Und
so haben sich dann auch Affären oder One-Night-Stands durch meine Geschichte auch gezogen. Und natürlich glaubt man, wenn man die Welt voll auskosten möchte, dass es das alles gibt, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das eben nicht ist. Und es war so, ich habe mich dann auch stark im Satanischen, im Satanistischen zu bewegen angefangen, weil ich eben immer die Starke sein wollte. Und das war dann der Grund, warum ich dann mir auch gedacht habe, wo ich das mache, auch mit so dunklen Dingen im Leben, dass ich dann auch die Macht habe sozusagen, dass ich dann stark bin. Dass es irgendwas Übernatürliches geben muss, das habe ich gewusst. Da hat es einfach Erfahrungen in meinem Leben gegeben. Natürlich kann ich die nicht erzählen, weil es die Zeit zu kurz. Aber ja, wenn man sich halt auf dunkle Seiten stellt, dann kann das schon passieren, so war es bei mir zumindest, dass ich über die Jahre, dass dann das eigene Leben irgendwie so wie Sand durch die Finger zu zerfließen anfängt. Man hat es nicht mehr im Griff. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich so über die Jahre immer stolzer geworden bin, immer egoistischer. Natürlich meinen engsten Freundeskreis, Familienkreis, die habe ich sehr geliebt, auch nach wie vor, und da hätte ich alles getan. Aber alles andere, das hat mich nicht interessiert. Ich habe meine Arbeitsleistung gebracht, aber sonst, ich habe dann eigentlich nur geschlafen, kann man sagen, und die meiste Zeit eigentlich immer verschlafen. Oder ich habe mir Adrenalinkicks gesucht, die mir so kurze Freude gegeben haben. Über die Jahre ist es dann so geworden, bis ich dann so 30 war, dass ich gemerkt habe, dass mein Leben aber immer irgendwie leerer geworden ist, obwohl ich aber eigentlich alles gehabt habe. Ich war beruflich und auch ausbildungsmäßig dort, wo ich sein wollte, aber es war irgendwie, dann ist der Lebenspunkt gekommen, da war ich ganz genau 33, das war Ende November, genau vor 5 Jahren, fast genau auf dem Tag, so wie heute. Es war auch so ein Wetter wie heute, ganz ein düsteres Wetter. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dass ich mein Leben über die Jahre total totgetrampelt habe, selbst eigentlich. Und das Schlimme war, ich habe in mir keine Hoffnung mehr gehabt. Ich glaube daran und ich weiß, dass ein Mensch sehr viel aushalten kann, auch sehr viele Ereignisse, schlimme Ereignisse, das Leben ist davon geprägt. Aber wenn die Hoffnung weg ist und man irgendwie über die Jahre immer leerer wird, dann ist man nur mehr Hülle, dann ist man innerlich tot. Und so habe ich mich gefühlt. Ich habe aber wunderbar eben was anderes präsentieren können den Leuten. Es ist dann so weit gekommen, dass ich mich an einem Abend, da war es unerträglich, da habe ich mich hingesetzt, da habe ich lauter Kerzen angezündet und dann habe ich innerlich so einen lauten Hilfeschrei losgelassen, dass ich so nicht mehr weiterleben kann, ohne Hoffnung. Und ich habe gewusst, dass einem da ein Mensch nicht helfen kann. Also ein Mensch kann einen durch vieles tragen und trösten, aber wahre Hoffnung kann einem kein Mensch geben und das habe ich auch gewusst. Und dann in dem Moment, wo ich die Kerzen angezündet habe, da habe ich mich an höhere Mächte gewendet. Nicht an Gott, muss ich dazu sagen, weil Gott hat für mich nicht existiert. Zu der Zeit Christen gehasst. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Freundin besucht, die dürfte in der Bibel gelesen haben, ich habe eine Bibel gesehen, die war aufgeschlagen und ich habe mir gedacht, die ist eine Psychopathin, ich möchte mit der nichts mehr zu tun haben. Also so habe ich Christen auch irgendwie abgewertet, innerlich. Aber ich habe mir höhere Mächte in dem Moment gewendet, einfach um Hilfe gefragt, dass ich so einfach nicht mehr weiterleben kann. Das, was passieren muss. Und ich habe aber nicht gewusst, was. Es ist dann so weitergegangen, ich habe mich wirklich wie 100 gefühlt und ich hätte dann nur mehr schlafen können. Dann habe ich mich eben auf die Couch hingelegt und das war so, dass dann irgendwie, wo ich so dahin gedöst habe, ist auf meinem Computer ein Video aufgepoppt. Bei dem Video, da hat der Ex-Muslimer davon berichtet, wie sie Jesus begegnet ist in ihrem wahren Leben. Es war eine wahrhaftige Begegnung. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, die Frau ist vollkommen verrückt. Habe dann dabei bei dem Video wieder eingeschlafen, aber habe mir dann gedacht, ne, irgendwie wirkt sie aber schon ehrlich auf mich und auch nicht irgendwie, als würde sie lügen. Dann habe ich wieder weggedöst und dann ist ein zweites Video aufgepoppt, auch wieder von einer Ex-Muslima. Die hat auch eine wahrhaftige Jesus-Begegnung gehabt. Und da habe ich mir gedacht, die Frau ist ja noch verrückter. Also das hat sie aber so geprägt, dass sie von ihrem muslimischen Glauben zum Christentum gewechselt ist. Und dann habe ich mir gedacht, wow, verrückt. Dann ist ein dritter und letzter Film aufgepoppt, ohne dass ich da jetzt gesucht habe, automatisch. Und der hat geheißen Jesus der Film. Das war ein uralter Film eigentlich, aber ich habe ihn einmal angeschaut, weil er so eine schöne Kulisse gehabt hat. Und das hat einfach ums Lukas-Evangelium hat es gehandelt und es war mit echten Bibelversen. Und ich kann mich gut erinnern, wo ein Bibelvers gefallen ist, da ist dann Gott in mein Leben getreten. Es klingt jetzt vielleicht etwas verrückt.
Es ist auch schwer, in Worte zu fassen, weil ab dem Moment ist das total übernatürlich weitergegangen. Und ich werde jetzt versuchen, das in Worte zu fassen. Ich weiß, dass ich das niemals so darstellen kann, wie es war oder wie ich es erlebt habe. Und dass die Worte, die ich da jetzt verwende, auch nur ein Bruchteil sind. Aber ich werde versuchen, mein Bestes geben. Und zwar war das so, das war der Bibelvers im Lukas-Evangelium, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr zu dem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und wirf dich ins Meer und ihr würdet euch gehorchen. Und in dem Moment ist es dann passiert. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist ein Schalter in mir umgelegt worden und das war so, als würde der Vers lebendig werden. Sowas habe ich nicht gekonnt, dass etwas, das man liest, einfach lebendig wird. Ich habe mich früher gern mit Übernatürlichen beschäftigt, ganz klar. Und auch mit vielen Texten. Aber dass etwas lebendig werden kann, kann man schwer beschreiben. Und dann hat sich dieser Schalter in mir umgelegt und dann ist eben Gott in mein Leben getreten. Und es hat dann angefangen, dass ich mit unendlicher Liebe durchflutet worden bin. Das war ein Gefühl, so in dem Ausmaß, das habe ich nicht gekonnt. Ich bin sehr liebevoll aufgewachsen, aber wie gesagt, das hat um Dimensionen überschritten. Und dann ist auch noch ein enormer Friede gekommen, ein übernatürlicher Friede. Es war in dem Moment so, als würde ich in eine andere Welt irgendwie treten, aber gleichzeitig war ich voll real und voll auch da und auch bei Bewusstsein. Natürlich im ersten Moment habe ich gedacht, oh, fange ich jetzt verrückt werden an, was passiert da jetzt? Ich bin nämlich ein sehr, sehr kopflastiger Mensch, muss man sagen, und ich tue alles sehr stark hinterfragen. Ich habe in der Forschung gearbeitet, also bei mir, ich brauche immer ganz handfeste Beweise und sonst schreibe ich das gleich auf irgendeine Einbildung oder irgendeine Wahrnehmungsstörung zu. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass dem nicht so war, sondern es ist dann etwas losgetreten worden. Ich werde da jetzt kurz dich auf meine Reise mitnehmen, ganz, ganz kurz. Wie gesagt, da reicht dann nicht die Zeit. Und zwar ist es dann so weitergegangen, ich wollte ja eigentlich, dass sich die anderen verändern und ich mich nicht, weil ich war eine sehr stolze Persönlichkeit und habe mich ja innerlich immer ein bisschen erhaben gefühlt, den anderen gegenüber. Dann ist es so passiert, dass ich mir auf einmal, ich bin in ein paar Wochen passiert, dass ich auf einmal gemerkt habe, wo ich mein Leben was falsch gemacht habe, wo ich Vergebung brauche, aber umgekehrt, wo ich jemanden vergeben muss. Also es war so, dass mich Gott in die ersten Wochen so angeleitet hat. Ich habe ja keinen Christen gekannt zu der Zeit. Und ich bin jeden Tag mit Materialien versorgt worden, ohne dass ich da noch jetzt gesucht hätte. Schwer zu beschreiben. Was auch dazugekommen ist, ich habe mich von Tag zu Tag, da war auf einmal so eine Freiheit. Das habe ich nicht gekannt. Ich habe immer gedacht, wenn man die Welt voll auskostet, dass das die Freiheit ist. Jetzt weiß ich, das ist nicht die Freiheit. Wenn man alles sich erlauben kann. Man kann das Leben komplett auskosten, aber man kann immer Lehrer damit werden. Ja, wie ist es weitergegangen? Es ist das so gewesen, dass ich dann auf einmal andere Farben zu sehen habe angefangen und es hat sich eine Freude in mir breit gemacht, die ich mir nicht erklären habe können. Weil äußerlich in den Umständen ist alles gleich geblieben. Ich habe dann angefangen, auf einmal so eine Liebe für meine Mitmenschen zu empfinden, wirklich eine ehrliche Liebe. Und jetzt nicht für meine engsten Angehörigen, sondern für alle Menschen. Und ich habe auf einmal so das Bedürfnis bekommen, zu helfen, in die Welt zu gehen, anderen davon zu erzählen. Und auch ja, in seiner Notlage zu helfen. Und es war auf einmal so viel Energie da. Ich habe auch ganze Nächte durchgearbeitet, aber nicht aus Leistungsdruck, sondern aus dieser Freude, aus der Freude am Tun und der Welt und dem, was wie ich befreit worden bin. Ja, erst Monate später habe ich in der Bibel gelesen, dass wenn Gott in dein Leben tritt oder du Gott in dein Leben einlädst, dass du von neuem geboren wirst. Und erst Monate später habe ich dann erkannt, das ist bei mir passiert. Ich bin wirklich von neuem, von Grund auf geboren worden. Ich habe vorher die Bibel nicht gekannt, muss ich sagen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass das Neue Testament in der Bibel drinnen ist. So wenig habe ich mich zu dem Thema ausgekannt. Ich bin dann nach circa 2 Monaten habe ich dann gewusst, irgendwie würde ich gern wissen, ob es Christen gibt, so wie sie in der Bibel stehen. Und dann habe ich mal mir auf die Suche gemacht, aber mit großer Angst, weil ich habe mir gedacht, naja, ich möchte auf keinen Fall in einer Sekte landen oder ich habe so Angst gehabt vor einer Enttäuschung. Bin dann in einer Gemeinde gelandet und da habe ich dann wirklich auch Christen kennengelernt, so wie man Jünger vorstellt. Und ich hätte mir nie gedacht, dass es heute auch noch Jünger gibt, Jünger Jesu eigentlich. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, nachdem ich in der Forschung tätig war, wollte ich auch wissen, gibt es da ein Fundament beim Christentum oder ist es alles Einbildung? Und dann habe ich mir über 200 Dokumentationen binnen von ein paar Tagen reingezogen
Und ich war erstaunt, dass es eigentlich mein Glauben nur bestärkt hat und gar nicht einmal dem widersprochen hat. Es sind viele Wunder passiert, es sind viele Gebetserhörungen passiert. Ich habe dann erst später erkannt, dass das, was ich als Vierjährige gemacht habe, mit Gott zu reden, dass das Gebet ist. Ich habe immer gedacht, Gebet ist was auswendig Gelerntes. Ja, das habe ich alles gelernt. Und ich kann da jetzt von dieser, ich habe natürlich Gott gefragt damals, wo ich ganz kurz gläubig war, ob es ihn wirklich gibt und auch, ob das stimmt, was ich so in die Gebete auch oftmals von ihm so die Eindrücke bekomme, weil ich eben sehr auf Beweise aus war. Ich weiß, das zeugt jetzt nicht noch einen starken Glauben, aber ich habe ihn auch wirklich auch um Zeichen gefragt und wirklich mit ehrlichem Herzen. Und ich muss sagen, ja, also es sind einige Dinge wirklich so passiert, wie ich das gefragt habe. Und da war ich total erstaunt. Vielleicht kann ich das irgendwann einmal ein anderes Mal erzählen, was da alles so vor sich gegangen ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr erstaunt. Was auch noch eine große Gebetserhörung war, da war ich so überrascht. Ich habe natürlich so das Bedürfnis bekommen, wo ich kurzgläubig war, dass ich anderen von dem Geschenk erzähle, dass es an Gott gibt, so wie in der Bibel steht und dass die Bibel lebendig ist. Und ich komme mir erinnern, ich habe meiner Schwester ganz viel erzählt und meine Schwester war streng atheistisch und die hat mich wirklich wüstest beschimpft, hat mir verboten, dass ich noch weiter von Jesus oder Gott erzähle. Und ich habe mir gedacht, ja, die wird sich wahrscheinlich nie dazu entscheiden. Und man gedacht, das liegt nicht an mir. Ein Jahr später, aus heiterem Himmel, ist bei meiner Schwester, das ist noch schneller wie bei mir gegangen, ja, da hat sich auch wie ein Schalter umgelegt und meine Schwester, die hat noch mehr Befreiung wie ich erlebt in ihrem Leben. Die macht jetzt auch sogar schon die Bibelschule und wo ich weiß, das ist so übernatürlich, das hat man einfach nicht im Griff. Und ich möchte dir, der du jetzt zuschaust, das Video dir anschaust, egal wo du jetzt bist, Hoffnung machen, dass wenn man glaubt, dass alles aus ist und auch wenn man noch so ein schönes Leben hat, weil man sich so leer fühlt, dass es was gibt und dass man ganz konkret Gott bitten darf. Ich möchte mit einem Bibelvers abschließen, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, um ihnen das Leben mit voller Freude zu geben, in voller Fülle. Ja, das habe ich erleben dürfen und es ist für mich das größte Geschenk, wenn ich jemandem davon erzählen darf, und wenn ich weiß, dass auch andere Menschen das Geschenk annehmen dürfen. Weil ich weiß, dass... Also früher habe ich Christen verurteilt, die gesagt haben, es gibt nur eine Wahrheit. Ich habe immer gesagt, die haben einen Tunnelblick, weil ich habe immer gesagt, es gibt 1000 Wahrheiten in der Welt. Ich habe erlebt, dass es eben die Wahrheit gibt, die eine Wahrheit. Und ja, dass nur wenn man von Neuem geboren wird, dass das Leben in Fülle ist. Alles andere ist irgendwie eine Kopie von einem Leben, aber nicht das wahre Leben. Ja, danke, dass du zugeschaut hast und ich wünsche jedem viel Hoffnung in seinem Leben.